Wie gut ist das Rough Clay 20 von der Marke Riedgen? Kommen wir als erstes mal zur Verpackung. Das Design ist okay bis mittelmäßig. Die Verpackung ist etwas günstig, auch wenn sie in schwarz ist. Könnte alles all in all einfach ein bisschen wertiger sein. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier eine künstliche, frische, süße Brise, die mir ehrlich gesagt nicht gefällt. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 50% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 50% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller Riedgen wirbt hier mit einer matten Textur und einem starken Halt. Ob das wirklich stimmt, das testen wir jetzt. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Meine Haare sind sehr trocken, ich habe meine Haare heute Morgen gewaschen und so sieht es aktuell bei mir auf dem Kopf aus. Weiter geht's mit dem Produkt. Die Konsistenz des Produktes ist tatsächlich sehr merkwürdig. Das Produkt ist eigentlich sehr weich, ja, wenn man es in den Händen verteilt, dann fühlt sich das so an, als hätte man so eine Kugel Eis in der Hand, die ganz langsam aber sicher vor sich hinschmilzt. Und genau so könnt ihr es euch vorstellen. Kommen wir zum Auftragen. Das Produkt ist logischerweise dann natürlich sehr weich, ja, wenn es ein aufweichendes Eis ist. Es ist tatsächlich sehr weich und lässt sich dementsprechend auch super gut in den Händen verteilen und das ohne zu verklumpen. Kommen wir zum Styling. Das Produkt ist, wie gesagt, sehr weich, ja, wie so eine schmilzende Eiskugel. Und man denkt dann, man kann das Produkt gut in den Haaren verteilen. Dem ist aber nicht wirklich so. Das Produkt härtet tatsächlich sehr schnell ein und das Verteilen in den Haaren geht auch nicht ganz so optimal von der Hand. Heißt, das Styling ist nicht schlecht, aber etwas gewöhnungsbedürftig. Meine Nachher-Frisur sieht dann wie folgt aus, in einem relativ natürlichen Look. Kommen wir zum Halt. Der Hersteller wirbt mit einem starken Halt. Ich muss sagen, wir können uns eher einigen auf einen mittleren bis guten Halt, mit dem man aber über den Tag verteilt ganz gut auskommt. Kommen wir zum Finish. Beim Finish ist tatsächlich auch endlich mal das drin, was draufsteht. Und zwar haben wir hier ein mattes Finish, was mir an dieser Stelle auch sehr gut gefällt. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit des Produktes aus? Das Produkt lässt sich nicht so ideal aus den Haaren herauswaschen. Also man braucht auf jeden Fall Shampoo, um das Produkt tatsächlich auch rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt 50 ml von dem Rough Clay 20 von Riedgen für 20 Euro. Und ich muss sagen, das ist für dieses Produkt, sagen wir mal, nicht ganz ideal. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist vor allen Dingen für Leute geeignet, die morgens wirklich nur ein Produkt haben möchten und dieses Produkt einfach in ihre trockenen Haare einarbeiten möchten und die vielleicht so ein paar Problemchen haben, ihre Haare zu bändigen. Aber ich persönlich denke, dass es von der Performance her am Markt wesentlich bessere Produkte gibt als dieses hier. Totale Punktzahl, das Riedgen Rough Clay 20 bekommt all in all 32 von möglichen 50 Punkten. Das Produkt verlinke ich euch logischerweise wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.